Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen riesigen Tanker hier nach oben geschickt, der jetzt den Treibstoff für die Rakete liefert. Und zwar für Alpha Centauri 2. Wir sind gerade auf dem Weg dorthin. Wir haben einen Encounter, den wir noch gleich durchführen müssen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das ist alles, was wir eigentlich auch wollen. Wir spulen nach vorne. Wir sind immerhin auf der dunklen Seite von Kerbin und werden uns jetzt darauf begeben, den Treibstoff zu verwenden, den wir haben, um den Treffpunkt einzuhalten. Wir müssen natürlich immer darauf achten, dass wir nicht zu viel verbrauchen. Wir haben noch 55.000 Liter, denke ich mal, Liquid Methane dabei und 18.000 Liter Oxidator. Von daher sind wir aktuell wirklich noch clear. So wollen wir das aber auch. So, wir schalten jetzt die Triebwerke an. Drehen das Ganze schön hoch. Das war jetzt zu viel, bedeutet, wir werden jetzt hier den Stand zurücksetzen. Ich hoffe, dass ich das soweit hinkriege. 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt, es ist auf 0. Wir deaktivieren das RCS. Und schauen jetzt an, wie nah wir gekommen sind. 2,6 Kilometer. Das finde ich ist ausreichend. Hier hervorspulen. Wir können jetzt schon mal auf das Ziel setzen und auf Retrograde. Denn wir brauchen natürlich die passende Geschwindigkeit, um zu intercepten. Immerhin versuchen wir so gut wie möglich ranzukommen. Und jetzt wird es dann auch Zeit, nachher anzudocken. Spannende Zeit mal wieder. Für uns hier in Kerbal Space Program. Denn es wird nie wieder so nah kommen wie hier. Das hat sich eh schon wieder verändert. Und wir verringern unsere Geschwindigkeit gegenüber von Alpha Centauri V2. Wir sind immer noch von der Entfernung hier, was natürlich super genius ist. Perfekt. Und jetzt werden wir uns zum Ziel ausrichten. Jetzt aktivieren wir RCS. Weil wenn wir Glück haben, können wir es sehen. Wir sind ja nicht mehr weit wirklich entfernt. Wir versuchen jetzt natürlich so schnell wie möglich an Alpha Centauri ranzukommen. Die Entfernung verringert sich stetig. Senkt kurz wieder. Aber wir sind gleich da. Außerdem die Rakete, die ich gebaut habe, das werdet ihr aber sehen, ist vollkommen wiederverwertbar, was natürlich... Oh! Ich glaube, wir sind gerade in die Nähe von Alpha Centauri gekommen. Was es zu diesem Riesenleck geführt hat und auch zu der FPS-Zahl von fast nichts mehr. Da oben ist Alpha Centauri V2. Man sieht eine ganz leicht schon in Entfernung. Die FPS ist leider bei Alpha Centauri V2 immer sehr, sehr schlecht. Was es echt schlimm macht, ihn zu verwenden.
Also man merkt schon, wenn ich hier bewegt, die Leckerei, das ist nicht mein PC, der nachlädt. Das ist einfach das scheiß Spiel, das einfach überhaupt nicht mehr gefühlt drauf klarkommt, was ich tue. Oder ich wüsste sonst nicht, was ich noch verändern könnte. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Ideen habt, was ich zu verändern habe, damit das besser wird. So, wir sind immer näher auf dem Collision-Kurs. Wir werden mal ganz langsam die Triebwerke aktivieren. Wir sind noch 800 Meter Entfernung. Das ist natürlich nicht mehr so weit. Und wir bewegen uns mit 50 Metern pro Sekunde auf das Ding zu. Das ist natürlich ein bisschen flott. 400 Meter Entfernung. 30 Meter pro Sekunde. Wir machen immer noch gut Pace dahin. Wir deaktivieren jetzt nochmal die Antriebe. Wir nähern uns mit 8 Metern pro Sekunde. Hier ist Alpha Centauri V2. Ich würde sagen, eine unserer größten Raketen, die wir seit langem hatten. Oder immer noch haben. Und eine, die auch am längsten im Flug ist für Kerbal Exploration. Vielleicht auch, weil sie seitdem nicht mehr gescheit verwendet wurde. Weil sie sozusagen im Stillstand war. Sie wurde ja sehr, sehr lange, könnten wir sagen, nicht mehr verwendet. Von daher. Eine 6 Meter pro Sekunde ist schon etwas. So, 0 Meter pro Sekunde, das ist, was wir wollen. Wir deaktivieren erstmal das SAS, wir öffnen das Schild hier unten und steuern von hier unten. Perfekt, ich will mal einmal zu sicher gehen, ob wir auch ja da unten ausgewählt haben. So, als Ziel setzen und wir wählen jetzt hier die Richtung aus. Jetzt muss ich das ganze monströse Teil natürlich erstmal drehen. Und natürlich bei unserer FPS-Zahl kann das eine Zeit dauern. Wie ihr seht, spiele ich das Spiel gefühlt gerade im Slow-Modus oder im ich habe keine FPS für diesen Scheiß. Alter. Steuert gegen, steuert gegen, steuert gegen, steuert gegen. Yes. Geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Komm schon. Na, das Ding ist so beschissen zu steuern, ich sage es euch. Vor allem bei dieser FPS-Zahl ist es halt nicht unbedingt mehr lustig, ne? Aber wir wollen ja Leute nach Duna schicken, von daher wäre das schon angebracht. Bewegst du dich denn jetzt? Ne, warte mal, das ist die falsche Richtung.
Okay, jetzt hat. Wird SS nochmal gespeichert und wir aktivieren unsere. Der Thrust braucht halt gefühlte Ewigkeiten, um sich zu aktivieren. Also, weil wir natürlich gedockt sind, sind wir in einem sehr guten Status schon mal und da wollen wir ja auch hin, ne? So, ganz vorsichtig. So, hier so ein bisschen. Wir können auch ein bisschen Geschwindigkeit nach oben zulegen. Ah, ja, langsam wird's. Ein bisschen Geschwindigkeit nach oben zulegen. Man merkt die FPS, die sich anfühlen, als ob ein Roboter hier arbeiten würde. Ey, leco mio, das ist langsamer wie meine Oma. Oh Gott. So, okay, wieder einschalten. Ganz, ganz vorsichtig. Alpha Centauri V2 ist natürlich immerhin noch eine unserer massivsten Raketen, die es hier gibt. Von daher muss hier auch jederzeit aufgepasst werden, was wir tun. So, ganz vorsichtig. Wir sind gleich da, Alter. Das ist immer so ein Nervenkittel. Vor allem jetzt docken wir Riesenmaschinen miteinander. Wir waren so ganz kleine Sachen. Die Station ist ja dagegen nichts, die Mann-Station. Das ist eine Mann-Station in einem Flugzeug, was ich hier gerade mache. Und es kommt trotzdem immer noch auf einen Millimeter an. Hoch mit dem Teil hier. Ein bisschen hoch. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es. Oh Gott. Der Timeframe. Dieser Timeframe. Movement in Sekundenzahl. Bremsvorgang ein bisschen einleiten. Wir kommen sehr, sehr nah an die mit einem Spezialmodule ran, die notwendig waren. Ein Meter Abstand. 16 Zentimeter pro Sekunde. Runterbremsen. 10 Sekunden. Wir sind offiziell angedockt. Holy shit! Die FPS-Zahl hat mal aufgegeben. Alter, merkt die FPS-Zahl. Merkt ihr das? Es ist nichts mehr da. Hier haben wir vorhin geklickt, nichts passiert. So, okay. Wir müssen die Tanks hier auffüllen. Wollt ihr überhaupt oder wollt ihr gar nicht getankt werden? Ich weiß es ja nicht. Hallo. Und aus. Oh Gott, es könnte sein, dass es sich echt nicht ausgeht. Holy shit, da geht viel rein. Ich habe nicht vorhin schon umgetankt, dass die mittleren Dinger bumm voll sind. Holy shit. Aber ich glaube, das werde ich in der Zwischenzeit folgender machen, weil
Ihr seht, wie lange dieser Vorgang dauern wird, wahrscheinlich insgesamt. Und wenn wir hier so 16.000, 20.000 reinpumpen können, dann wird das eine Zeit dauern. Ich sehe schon kommen, ich werde in 4 Tagen noch da sitzen und tanken. Was haben Sie die letzten paar Wochen gemacht? Ich war tanken. Was? Raumschiff. Warum tanken Sie ein Raumschiff? Brauchte Tank. Alter, wir haben 90.000, wir haben 40.000 hier oben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie wenig eigentlich hier oben noch ist, ne? Und dass wir ein riesen Modul wieder hochschicken müssen, damit wir wenig Tank hinkriegen. Eieiei. Klar, man hätte es wahrscheinlich auch besser designen können. Aber was willst du eigentlich mehr? Es ist relativ gut. Ich sehe bloß, dass wir 6, 12 einiges brauchen und der Tank einfach nicht ausreicht. Ich glaube, ich muss mit noch einem Tanker fliegen. Oh Gott, wieder ruckel, 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 ruckel. Ich sehe schon kommen, es wird nur noch ruckeln. Eieiei. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.